Jetzt bin ich bei Rocky Mountain gelandet heute auf der Eurobike und ein junger, frecher Mann steht neben mir, den ich auch schon sehr lange kenne. Wir hatten schon eine sehr persönliche Beziehung, also nicht so, wie ihr denkt. Der stellt sich einmal ganz kurz vor und sagt dann, was es hier neu am Rocky Mountain Stand gibt. Hey Matti, Florian Konietzko, mein Name, PR-Marketing-Chef bei Rocky Mountain Europa und ich stelle euch heute das Fusion Powerblade 30 vor. Okay, was kann das Fusion Powerplay 30 in diesem leckeren Gewand? Radfahren, Spaß haben, gute Zeit haben. Nein, das Rad ist quasi gedacht vom Trail in die City und wieder zurück. Bedeutet, ihr habt einen Hardtail mit 130 mm, was ihr verbinden könnt, aber umzubauen in dem Sinne, dass man in die City fahren kann als Urban oder SUV, wie man es heute ja auch nennt, Bike nutzt mit 130 mm an der Front. Und aber auch auf der Heimfahrt wieder Trail Spaß haben könnt, um relaxed auf der Couch das Feierabendbierchen zu genießen. Jetzt sehe ich natürlich, jetzt ist dieser Motor verbaut. Ich habe ihm Dyn Name ausgesprochen, aber heißt Dyn Name, oder? Dynami 4.0. Dynami, jetzt weiß ich. Danke, dass du mir... Diamonds. Diamonds are the best girl's friends. Ja, der steckt da auch drin, ne? Dieser extrem powerful Motor, der sich auch noch dabei super fahren lässt. Genau, wir haben Dynami 4.0 Motor auch im Hardtail mitverbaut, auf dem Fusion. Momentan stärkster Motor auf dem Markt mit 108 Newton Drehmoment und 700 Watt Leistung am Motor. Eine 720er Batterie ist auch mit drin verbaut, also habt ihr Trail-Spaß ohne Ende, könnt... Ausnehmbar die Batterie? Ausnehmbar, genauso wie auch im neuen Powerplay Instinct und Altitude. Nach unten aufschrauben, rausziehen. Aus die Maus. Jetzt sag noch mal ganz kurz ein bisschen was zu dem Rahmenmaterial, Preise und dann bin ich auch schon wieder weg. Alles cool. Wir haben Form Alloy, also ein speziell entwickeltes Aluminiumlegierung von Rocky, leicht, steif, langlebig. Dann haben wir den Preis bei 4,9 beim 30er Modell und ja. Was wollen wir mehr? Top Maschine, ja, ist klar. Ihr seht, das ist ein starkes Produkt. Ich bin ja nicht mehr so ein Hardtail-Fahrer, aber wenn ich das Rad sehe, denke ich, das könnte ich auch wieder werden. Ne? Back to the roots auf jeden Fall. Und ohne Gabel vorne, wäre auch noch lustig. Lebendige Feder. Nein, ein bisschen Dämpfung brauchen wir in unserem Alter schon dann. Ja, ich bin schon wieder auf der Harz. Ich muss schon wieder zum nächsten Termin. Danke, dass du mir Rede und Antwort gestanden hast. Ja, wir sehen uns gleich wieder. Danke, Martin. Cheers. Ja, jetzt bin ich bei Kobok gelandet, ein Hersteller für wirklich stylische Urban Bikes. Zu meiner Rechten steht eine junge Dame, die sich einmal gleich vorstellen wird. Wie heißt du und was machst du in diesem Unternehmen? Nehmen das bleibt bei mir. Okay. Alles gut. Ich bin Annalena Horsch. Ich bin Geschäftsführerin hier bei Kobok. Und ja, wir sind aus Heidelberg, bauen besonders leichte, besonders stylische E-Bikes und da erzähle ich dir gerne noch ein bisschen was zu. Okay, du hast jetzt 60 Sekunden Zeit, praktisch mich davon zu überzeugen, warum ihr A, das beste E-Bike der Welt habt und warum eigentlich jeder Mensch so ein Rad oder jeder E-Biker so ein Rad halt haben sollte. Ja, versuche ich. Also, wie gesagt, wir sind aus Heidelberg, bauen besonders leichte, stylische E-Bikes. Das würde ich behaupten, sieht man, wenn wir einfach einmal gucken, dem Produkt relativ schnell auch unmittelbar an. Was wir machen, was uns auch unterscheidet von allen möglichen anderen E-Bikes, ist nicht nur klassischer Fahrradbau, Rahmenkonstruktion, sondern tatsächlich auch die Antriebsentwicklung. Wir in Heidelberg entwickeln unser eigenes Antriebssystem, den Kobok Electric Drive. Jetzt könnte man meinen, ist ja nicht nötig, gibt ja mittlerweile alle möglichen zukaufbaren Systeme, ist heute richtig. Wir machen das aber schon seit 12 Jahren, weil wir als Kobok tatsächlich die ersten waren, die so eine Art von leichtem, voll integriertem E-Bike entwickelt haben. Und um das, wenn du 12 Jahre zurückdenkst, wie E-Bikes da ausgesehen haben. Ja, die sahen anders aus. Genau, die sahen anders aus. Um das möglich zu machen, diese Vision umzusetzen, war es zwangsweise nötig, ein eigenes Antriebssystem zu konzipieren. Und so vereinen wir bei uns in Heidelberg das Metall, die Rahmenkonstruktion und auch die Elektronik und die Antriebsentwicklung. Und so entstehen Produkte, die von beiden Seiten perfekt ineinander integriert sind. Du siehst das auch an Details wie unserer Bedieneinheit zum Beispiel. Hier oben 5 LEDs, die perfekt in den Rahmen eingelassen sind, die den Ladestand anzeigen. Kein unnötiges Plastik, kein Shishi, wirklich einzigartig ineinander verbunden. Sag doch noch mal kurz was zu der Antriebseinheit. Wenn du sagst, ihr habt einen eigenen Motor entwickelt, finde ich natürlich super, dass ihr das sozusagen da in Heidelberg gemacht habt. Kurze Eckdaten des Motors.
Newtonmeter, was das so kann. Genau, der Motor hat ca. 40 Newtonmeter, ist bei uns ein Hinterradnabenmotor. Das heißt, der ist in der Form vor allem in unserer urbanen Linie, die aufs Commuting und aufs Trekking, also auf kürzere oder auch längere Strecken rund um die Stadt konzipiert. Und welches Rad haben wir jetzt hier besonders? Wie heißt das und Akkugröße natürlich und natürlich, was kostet das nachher? Genau, also das hier ist unser Modell Brooklyn Fat, jetzt in der Spezialanfertigung Legacy Edition, die bei uns eben abweichend von der klassischen Serienausstattung im Raw Finish kommt, also hier rohes Aluminium, cooler, cleaner Look. Dazu Brooks-Komponenten, Reifen mit braunwandigem Profil, also nochmal ein bisschen stylischer. Das Modell jetzt je nach Ausstattung liegt zwischen 3.500 und 4.000 Euro. Und der Akku, wolltest du noch wissen, hat eine Kapazität von 380 Wattstunden. Das gibt dir so im typischen, sagen wir, urbanen Einsatz eine Reichweite von 70 bis 100 Kilometern. Und jetzt ist das natürlich jetzt ein Herrenmodell. Habt ihr auch vielleicht abweichende andere Rahmenform? Wie kann man die selber konfigurieren, die Bikes? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, wir von Coburg haben über die letzten 12 Jahre ein großes Portfolio an Bikes für eben den urbanen Einsatz aufgebaut. Wir haben 13 unterschiedliche Modelle. Das hier ist unser, sag mal, stylischstes, puristisches. Ist ja, wenn man ehrlich ist, auch relativ unpraktisch, dieses Ding, ne? Also wir haben hier zwar Licht dran, aber ansonsten kein Schutzblech, kein Gepäckträger. Und da haben wir unterschiedliche Bikes. Wir haben klassische Diamantrahmen, wir haben Trapezrahmen, wir haben auch Tiefeinsteigsmodelle. Alle vereint, dass sie die leichtesten ihrer Kategorie sind. Gewicht zwischen 11 und 17 Kilogramm. Und dann je nach Einsatzzweck mit ergonomischen Komponenten, 11-Fach-Schaltung, profilierten Reifen ausgestattet, so dass für jeden Kunden was dabei ist. Ja, das ist ja ein starkes Programm. Ich hatte das gar nicht so auf dem Zettel, aber dass ihr so umfangreich und auch aus Heidelberg kommt. Ja, vielen Dank, dass du mir Rede und Antwort gestanden hast. Ich bin auch schon wieder zum nächsten unterwegs, damit die 60 Sekunden noch eingehalten werden. Ich habe ein bisschen übertrieben. Nein, überhaupt nicht. Das merkt man gar nicht. Alles klar, vielen Dank, dass ihr hier dabei wart. Und ja, ich bin schon wieder auf dem Weg zum nächsten. Ja, jetzt bin ich bei Nikolai gelandet und zu meiner Rechten steht wieder ein junger Mann, der sich gleich einmal vorstellen wird. Und dann schauen wir mal, welches das beste EMTB bei Nikolai ist auf der ganzen Welt. Wer bist du? Hi, ich bin der Max. Was machst du bei Nikolai? Ich bin im Verkauf. Alles klar. Verkäufer sind immer die besten Produktvorsteller, weil die wollen was verkaufen. Also verkauf mir mal in 60 Sekunden, warum ich genau dieses Fahrrad mir kaufen sollte. Ja, okay. Also erstmal ist die Farbe ziemlich geil, weil das ist so ein schönes Rotmetallic. Aber eigentlich lenkt das nur vom schönen Bike ab, was wir hier hingestellt haben. Das ist das Saturn 11 Swift mit dem neuen SX-Motor. Drin im Unterrohr ist ein 400 Wattstunden Akku. Wir haben uns entschieden, dass man den rausnehmen kann. Das heißt, du kannst nicht nur einen Range Extender haben, oben auf dem Unterrohr, sondern du kannst eben auch noch einen zweiten Akku mitnehmen, kannst den tauschen. Ja, und das soll einmal hier so zeigen, was alles geht. Und dann wiegt das Rad, so wie es hier steht, 16,5 Kilo. Und ich denke, das ist eine ganz gute Ansage. Ist ja ein bisschen getrickst, weil natürlich ganz leichte Reifen sind und keine Sattelstütze. Was würde das denn sozusagen in so einem Einsatz bringen, wo ich denn bei euch auch im Deichsel oder im Harz zum Beispiel eine gute Runde fahren könnte, ohne gleich Platten zu haben? Da wirst du wahrscheinlich bei 17,5 bis 18 drin. Ne? Okay. Klar, dann hast du immer noch einen relativ leichten Aufbau und hast dann schon vielleicht ein bisschen leichtere Laufräder. Aber dadurch, dass das Rad ja insgesamt nicht mehr so schwer ist, kann man das ja auch ein bisschen kompensieren dadurch. Ne? So, Max, und wir beide, aber ja, ich die dicken Taschen voller Kohlen habe und du ein geiler Verkäufer bist, was muss ich denn hinlegen für die Karre? Also, das kommt ein bisschen auf die Ausstattung an. Wir haben ja nicht nur das 11er vorgestellt, sondern auch das 14er. Da geht es bei 9.000 Euro los, hört dann bei 13.000 Euro auf. Hier bei dem 11er wirst du dann eher so bei 15.000 an. Ne? 11er und das andere, was du gesagt hast, ist es dieses Light EMTB. Genau, also gleicher Motor, gleiches Konzept. Wir haben als Saturn 11 eigentlich als Cross-Country-Bike, also ein bisschen, also als Down-Country-Bike, bevor es die Down-Country-Bikes gab. Okay. Und das Saturn 14 ist dann einfach so unsere Antwort als Trail-Bike oder ein bisschen mehr, um auch schon ein bisschen fast im Enduro-Bereich zu wildern, wenn du vorne eine dickere Gabel hast. Und Federweg bei der Maschine 130, 140? 105 vorn, 120 hinten. Okay, ah, ja. Ist da so in der... 105 hinten, 120 vorne. Warte mal, jetzt kommt die Stimme aus dem Ohr. Das ist meine liebe Soufflöse. Aber ja, okay, also um 100 mm Federweg. Genau. Ihr habt jetzt die Interpretation mit dem Motor nicht in einem Modell mit viel mehr Federweg. Ein bisschen mehr Federweg. Okay.
Ne? Also dann vorne 140 bis 160 und hinten dann so 130 bis 140 mm. Ja, und wenn ich jetzt mal so ein Rad Test fahren will, ne, komme ich da zu euch in die Firmenzentrale oder wie würde das funktionieren? Oder ihr habt noch ein Händlernetz, ne? Also wir haben ein kleines Händlernetz, wir haben ein paar Händler. Natürlich, eine Probefahrt ist bei uns vor Ort möglich, kein Problem. Das machen wir auch gerne. Wenn du jetzt Probe fahren willst, geh einfach raus. Wir haben zwei Räder fahrbereit stehen. Das Problem ist, hier fehlen die Berge. Oder das wo stimmt. man so ein Rad wirklich im Einsatz fahren kann. Ja, aber stimmt. Nicht so schlimm. Ich komme auf jeden Fall nochmal aufs Angebot zurück, zu euch zurückzukommen. Und für mich war es jetzt schon wieder. Vielen Dank, dass du mir dieses tolle Fahrrad gezeigt hast. Du hast recht, die Farbe ist ein Hammer. Wir finden, diese ganzen Details haben mir auch sehr gut gefallen. Ich bin schon wieder auf der Hart zur nächsten Sache und suche weiterhin nach dem besten E-Bike der Welt. Danke, dass ihr mir zugesehen habt. Ja, nun sind wir bei Rotwild gelandet, einer natürlich der innovativsten, deutschen Fahrradhersteller, die wir haben mit Kleinserien, aber immer geiles Zeug. Zu meiner Linken ein Mann, ich weiß gar nicht, wie lange wir uns schon kennen, mindestens über 30 Jahre, ist groß gewachsen, war aber hammerschnell auf dem BMX-Rad. Der stellt es einmal ganz kurz vor, sagt, was er macht und dann hat er die 60 Sekunden Zeit, um mir zu erzählen, warum das Rotwild-Rad hier das Beste der Welt ist. Also, wer bist du? Was machst du hier? Ja, hallo, ich bin Dani Herz. Ich arbeite bei Rotwild seit 23 Jahren. Matthias, ich freue mich, dass wir uns hier sehen. Wir kennen uns wirklich seit 30 Jahren. Mindestens. Sind schon in der ganzen Welt rumgefahren und haben BMX-Rennen bestritten. Okay, wir stehen hier vor einem Fahrrad. Sag doch mal ganz kurz, was kann dieses Rad so besonders gut? Ja, wir stehen hier vom Rotwild RX 1000. Wie es die Zahl schon sagt, handelt es sich hier um einen E-Bike mit einem sehr großen Akku. Nicht ganz 1000 Wattstunden, aber es sind 960. Integriert in den Vollcarbonrahmen. Das heißt, der Rahmen ist aus 1064 einzelnen Lagen, Carbonlagen. Nicht nur der Hauptrahmen, auch die Druckstrebe, die Kettenstrebe und die Wippe. Und das Ganze ist verpackt mit einem neuen Pinion-Motor mit 12-Gang-Gearbox. Wie du mitbekommen hast, war vorgestern die Weltpremiere von diesem Motor. Super, super cool. Du kannst unter Volllast schalten. Du hast ein Ritzel vorne, hinten. Das heißt, du fährst auch wieder eine 8-fach BMX-Kette. Der Verschleiß ist super, super, super gering. Ein bisschen schmieren. Alle 10.000 Kilometer machst du einen Ölwechsel von, ich glaube, 200 Milliliter. Natürlich mega, mega in dieser Kombination. Ein sportliches Rad läuft auf Mallet, Vollcarbon und wir sind mit einer Gewichtskategorie unter 25 Kilo um die 24,6, so wie es hier dasteht, mit Top-Ausstattung. Jetzt weiß ich ja, dass du in Österreich Verkäufer bist, ne? Wenn ich jetzt mal meine Tasche aufmache, ne, und den Stachel da draus nehme, wie viel muss ich denn dafür hinlegen? Wir starten bei geringen 9.999 Euro in der Pro-Ausstattung. Wir reden aber davon von einer Top-Ausstattung, wo die meisten aufhören. Da sind schon keine Kompromisse mehr zu finden. Geht dann nochmal hoch bis zu 12.000 Euro. Okay, also um 12.000. Hört sich ja super spannend an. Geiles Produkt, sieht auch gut aus. Ja, vielen Dank, dass du mir in den 60 Sekunden halt sozusagen das Fahrrad verkauft hast. Ich bin schon wieder auf der Harz und gehe schon wieder weiter zum nächsten Termin. Vielen Dank, Dani. Und vielleicht kommen wir ja nochmal mit BMX zusammen. Auf alle Fälle, Matthias, ich habe mich total gefreut, dass ich dich hier getroffen habe. Dankeschön, danke. Danke, tschüss. Best für Niki Rodde, die zweite, weil der Kameramann, der aber auch gleichzeitig die Aufnahmen macht, anders als Schneider, war zu dusselig, den ersten Take aufzunehmen. Also ist nicht so schlimm, wir machen es nochmal. Ich bin heute hier auf dem Stand von Best für. Ich habe eine etwas längere Geschichte mit Best für, habe mal ganz geile Sachen gemacht, ist ja auch egal. Zu meiner Rechten steht ein junger Mann, der stellt sich jetzt einmal kurz vor, was er hier macht und vor allem, wie er heißt. Hi, ich bin der Niki Rotta, ich bin der Brandmanager für Best für bei der Grofa und habe die Aufgabe, in die Marke Best für in Zentraleuropa groß zu machen. Alles klar, das geht auf jeden Fall schon mal voran, das haben wir gemerkt. Und jetzt natürlich die Frage, welches Rad stellt uns das beste EMTB der Welt vor bei euch von Best für? Ja, wir dürfen euch heute auf der Eurobike präsentieren, unser neuer Aluminiumrahmen auf der Basis von unserem Carbonrahmen, den wir letztes Jahr vorgestellt haben. Federweg 160 mm, wir haben einen 835 Watt Batterie verbaut und arbeiten hier mit dem Shimano EP8 Motor. Jetzt ist natürlich so, wenn ich jetzt zum Best-Vieh-Händler gehe und ordentlich viel Geld in der Tasche habe, wie viel Geld muss da drin sein? Wie viel kostet das? Für unser Full Suspension in dieser Ausstattung mit diesen 835 Watt zahlen wir 6.199 Euro. Oh, das ist ja schon mal die 6.000-Euro-Klasse, ne? 6.000-Euro-Klasse. Das kann man mal so machen. Ja, alles klar. Ihr habt gesehen, das ist ein gutes Rad. Der junge Mann ist nett. Und wir sind aber schon wieder auf der Hatz zur nächsten Sache, die uns zufällig zufällt. Alles klar, bis dann.
Hey, vielen lieben Dank für deine kurze Zeit. Ja, danke, dass du hier sein durfte. Ja. Ja, auf meiner Suche nach dem besten E-Bike oder E-Bike-Produkt der Welt bin ich jetzt bei Advance gelandet. Und links neben mir steht ein Mann, den ich auch komischerweise auch schon wieder seit Ewigzeiten kenne, der auch besonders gut Fahrrad fahren kann. Und der stellt sich jetzt einmal ganz kurz vor und sagt, was er hier macht. Genau, ja, hier ist Marco Hüssel, mehrfacher Trail-Weltmeister und bin jetzt aber seit ungefähr 3 Jahren bei Advance im Vertrieb tätig und freue mich, dass ich euch so ein paar neue Produkte zeigen kann darf. Ja, okay, und du hast jetzt die 60 Sekunden Zeit, um uns sozusagen zu sagen, was hier bei Advance das beste E-Bike der Welt ist. Ja, Advance ist ja fortschrittlich, wie es der Name schon sagt, und wir haben das neue Rico-Konzept, also was wir auch hier stehen haben, das Rico, den Wave-Rahmen, das Tracking-Modell, wo der Rahmen in Deutschland produziert wird, in dem Composite-Verfahren, also dass ein Rahmen quasi in eine Spritzgussform gepresst wird. Das Coole dahinter ist, dass wir den Rahmen in Deutschland produzieren können und am Ende auch wieder einschreddern können, dass ein neues Produkt produziert werden kann. Für nächstes Jahr haben wir auch viele neue coole Projekte, auch wie gesagt das Tracking-Modell im SUV-Bereich. Dann haben wir noch so ein urbanes Konzept, was dann Mitte nächsten Jahres kommen wird. Und ja, das verfolgen wir auch, wie gesagt, Nachhaltigkeit, Produktion in Deutschland. Und ja, das ist so das Konzept hinter dem Rico. Und bei dem Rico heißt das, ne? Ja. Da ist es, du kannst den Rahmen sozusagen hundertprozentig wieder in sozusagen einen Umlauf bringen und einen neuen daraus bauen. Genau, das ist ja das Konzept, dass wenn der Rahmen dann doch irgendwann mal verschleißt, dass man den wieder einschreddert und dann einfach einen neuen Rahmen daraus produziert. Das scheint irgendwie ein Trend zu sein auf der Eurobike, dass halt dieses nachhaltig und wieder in den Kreislauf zurückbringen, das hatte ich ja schon zweimal. Ja, das war es eigentlich schon wieder. Vielen Dank, Marco, dass du mir Rede und Antwort gestanden hast. Er hat gesagt, mach doch nochmal einen Trick. Aber geht ja nicht, ne? Ja, ich hab kein Rad hier, also was jetzt gerade hier rumsteht. Von daher machen wir beim nächsten Mal. Ja, ist klar. Und ich bin schon wieder auf dem Weg zur nächsten Neuheit und freue mich darauf, hier gewesen zu sein. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Ich bin jetzt bei Coratec gelandet und zu meiner Rechten steht ein junger Mann, der das beste E-Bike der Welt von Coratec vorstellt. Stell dich einmal ganz genau vor, was du hier machst und was dann dein Lieblingsprodukt hier ist. Also ich bin der Günther von Coratec, seit über 10 Jahren dabei, bin der Vertriebschef, verkaufe die Räder, kümmere mich ums Marketing und um den Service. Und für mich ist das beste Coratec-Produkt das MTC 120. Das ist der ultimative SUV. Ich kann damit in der Stadt fahren, zum Einkaufen fahren, bin geschützt mit den Schutzblechen, kann damit auf die Berge fahren, kann Vorstraßen fahren, kann zum Baden fahren, Taschen hinhängen, kann eine Decke rein, kann Champagner rein. Damit kann ich einfach Spaß haben, alles erleben. Das ist das MTC 120 und lässt keine Wünsche offen. Wir haben ja noch nicht geklärt, Akkugröße und Motor? 750 Watt Akku, Bosch Akku, CX-Motor, beste Ausstattung, 120 mm Federweg, perfekt. Versenkbare Sattelstütze, um auch, wenn man runterfährt, das Gewicht ein bisschen, den Schwerpunkt verändern zu können oder wenn man nicht mehr ganz so das Beinchen heben kann, den Sattel zu reduzieren. Und wenn ich jetzt vor die Eisdiele fahre, meinst du, da gucken noch die Damen hinterher? Mit dem Rad auf jeden Fall. Aber nicht wegen dem Rad, sondern wegen dir. Alles klar, Günni. Vielen Dank, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin schon wieder auf dem Weg zur nächsten Geschichte. Danke dir. Wir sehen uns bestimmt bald wieder. Ich hoffe doch. Bis dann. Bye. Tschüss. Ciao. So, jetzt habe ich es hingekriegt. Vielen Dank, ne? Ja, wir sind jetzt weitergekommen und sind bei dem Bekleidungshersteller Lied angekommen. Südafrikaner, richtig. Hier steht ein junger Mann zur Seite, der ganz genau weiß, was hier das beste EMTB oder E-Bike-Produkt ist. Stell dich einmal ganz kurz vor und dann gehen wir schon aufs Produkt ein. Hallo, ich bin der Lars von Liert, mache PR für Liert seit einiger Zeit. Wir sind hier auf der Eurobike. Matthias hat mich gefragt, ob wir mal die neuesten Produkte zeigen können und ich wollte euch jetzt den neuen Enduro 3.0 Helm vorstellen. Okay, dann können wir gleich mal reingehen. Was kann denn der neue 3.0 Enduro Helm? Genau, er heißt nicht umsonst 3.0 Enduro Helm, wir nennen ihn 3-in-1 Helm. Er ist nämlich für 3 verschiedene Arten des Mountainbikens geeignet. Wie ihr hier einmal seht, als Fullface-Version. Mit aber abnehmbaren Kinnbügel, also wenn ihr wirklich richtig ist, ASTM zertifiziert, also könnt ihr Downhill-Rennen mitfahren. Aber genau, relativ einfach und simpel ist der Bügel abnehmbar, kann man wegtun. Dann habt ihr die zweite Option, das ist die offene Halbschale und für einfach jede Art von Trailriding. Und wenn ihr mal im Park unterwegs seid, kann man eben auch die dritte Option noch nehmen, dass man hier diesen Teil reinbaut. Und dann, upsala, es ist genau so, wie es nicht passieren soll, aber man muss dazu sagen, es geht sehr viel intuitiver, wenn man ihn auf hat, ja. Genau. Und dann hat man die Over-Ear-Protection,
zum Beispiel für Bikeparkfahren im Endeffekt. Das Ganze ist ausgestattet wie mittlerweile jeder Helm von Liat mit der Turbine Technology zum Abfangen von Rotationskräften am Gehirn bei Stürzen. Genau, wie gesagt, der Preispunkt liegt bei 339 Euro, kommt demnächst in den Handel und ist der heißeste Shit von Liat, den wir gerade haben. Würde ich auch sagen, vor allen Dingen, weil du ja irgendwie 3 in 1 hast, musst du nur einen Helm holen und dann kannst du, bist du überall bestens unterwegs. Genau, es ist halt auf Nachhaltigkeit gedacht. Wie gesagt, 300 Euro ist nicht ganz wenig für einen Helm, aber wie gesagt, es ist sehr versatil. Ihr könnt es für jegliche Art von Mountainbiking benutzen im Endeffekt und das Ding hält einfach richtig was aus, das Ganze. Also. Ja, Lars, das war's auch schon wieder. Ich vielen Dank, dass du uns den neuen Helm vorgestellt hast. Liat ist so oder so eine schöne Marke, weil es immer gut durchdacht ist und vor allen Dingen auch eine gute Passform hat. Also kommt her, guckt ihr das an oder geht auf die Website. Genau. Und ja, das war's auch schon wieder. www.liat.com. Dankeschön, Matthias. Alles klar. Tschüss. So, jetzt sind wir beim Brose-Stand gelandet und wir wissen ja, Brose ist einer der größten E-Motoren-Hersteller der Welt, gehe ich mal von aus, und hat natürlich schon lange Erfahrung auch mit E-Bike-Motoren. Und zu meiner Linken steht ein junger Mann, frech wie er aussieht, ne? Der stellt sich einmal ganz kurz vor, sagt, was er hier im Unternehmen macht. Und dann kommen wir natürlich auf das Kern, das beste E-Bike-Produkt von Brose für die Welt. Also. Ja, hi, ich bin Adrian Stancio. Ich bin Produktmanager für unsere Drive Units und für das Industriedesign von unseren Komponenten. Ja, okay. Und ich sehe schon, du hast was in der Hand, was wiegt 2,9 Kilo. Ich gehe mal davon aus, dass das beste E-Bike-Produkt der Welt ist. Also, fang mal kurz an. Du hast deine 60 Sekunden. Ja, genau. Das ist der neue Drive 3 Peak. Das ist die höchste Ausbaustufe von unserer neuen Drive Unit Plattform. Ist ein Performance Drive Unit mit 95 Newtonmeter. Hat richtig Power, richtig Punch in allen Drehzahlen, in allen Lebenslagen. Macht Spaß, ist leise, sieht geil aus. Top zu integrieren. Und das Ding ist Teil von einem neuen System, was wir launchen, mit Batterie, verschiedenen Displays. Und mein Lieblingsdisplay ist das Top Tube Integrated. Das ist hier schön integriert in dem Top Tube mit einer schönen Remote, damit hier alles schön clean ist und beim Mountainbiken nichts stört und mich auf den Trail, auf meinen Tread konzentrieren kann. Ja, das hört sich ziemlich spannend an. Hast du denn ungefähr ein Gefühl, wo man vielleicht das Konzept auch im Fahrrad sehen könnte, irgendwann jetzt in der Zukunft? Das ist leider noch top secret, weil wir dürfen natürlich von unseren Kunden nicht verraten, wann die was launchen, weil das wollen die ja selber tun. Okay, alles klar. Hätte ja sein können, dass du jetzt, dass ich dir was aus der Hosentasche ziehen kann. Mir gefallen ja die Bose-Motoren immer sehr gut, weil die sich unheimlich natürlich fahren und irgendwie auch sich sehr frei nach draußen treten lassen. Ist es denn bei dem Motor auch so, dass diese Attribute, die die Motoren früher hatten, auch geblieben sind? Ja, absolut. Und ich denke, wir werden es schaffen, das aufs nächste Level zu heben. Also noch mehr Power, noch geiler zu dosieren, leise und wie gesagt, sieht schön aus und hat Power in jeder Lebenslage, macht Spaß. Ja, alles klar, Adrian. Vielen Dank, dass du mir das gezeigt hast und du bist doch schon wieder entlassen. Wir sehen uns dann wieder, ne? Tschüss. Ja, Schluss aus und vorbei. Die Eurobike ist für mich Geschichte 2023, weil ich mich jetzt wieder auf dem Weg nach Hause mache. Viele neue Leute kennengelernt, viele alte wieder getroffen, die ich lange nicht mehr gesehen habe. Es war wirklich ein Riesenspaß hier und natürlich auch eine Menge Produkte irgendwie anfassen können, fahren können, ausprobieren können. Das hat mir wieder viel Spaß gemacht. Nächstes Jahr ist die Eurobike am 1. Juli-Wochenende 2024. Ich freue mich auf jeden Fall da schon wieder, auch wieder hier zu sein, in den Hallen und dann wieder daran zu knüpfen, wo wir waren, bei vielen neuen Bike-Sachen. Alles klar. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß. Kommentiert, alles fragt. Ich versuche zu jedem Produkt jetzt auch irgendwie einen Test zu machen. Also es steht auf jeden Fall eine Menge Arbeit an. Ich habe Bock drauf. Und ihr könnt mir einfach dabei zugucken, wie ich das alles mache. Alles klar, bis dahin, danke und tschüss. Tschüss. See you later, Alligator. See you later, Alligator, sagen wir immer hier. Okay, goodbye.